Leute mal ein herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, das bin ich. Du hast sicherlich gewundert, wie ich in dieser Saison gelandet bin. Ganz einfach. Früher, sagen wir 5 Jahren, habe ich auch schon ein eigenes Homegym gehabt. Hab da alles aufgebaut, mehr Zeit hat sich verbessert, hab ein paar neue Sachen bekommen. Aber, wie soll es denn sein, bin ich ausgezogen. Und dann geht's im Homegym nicht, bin in ein Fitnessstudio rein. Oh, richtig geile Plansch, was ich da kann. Und dann, jetzt sage ich nach, keine Ahnung, 4 Jahren, will ich wieder eigenes Homegym haben. Übrigens, voll dumme Geschichte. Ja, ich habe vor 6 Monaten Handgelenk gebrochen. Deswegen gehen solche Übungen nicht mehr. Sieht man am Ende. Schon mal alles aufbauen. Und wie ich das gemacht habe, wie es funktioniert, das sehen wir jetzt in diesem Video. Das Ganze, was hinter mir ist, ignorieren wir jetzt einmal. Das haben wir nicht gesehen, das existiert einfach nicht. Eins, erst einmal alles von unten hochtragen. Klingt jetzt im Osten echt einfach, weil bedenkt, mein Zeug ist unten gerade im Keller. Heißt, die erste Wendeltreppe hoch, dann die zweite und dann die dritte. Alles ein bisschen eng, ungefähr 15 Stufen pro Wendeltreppe. Kann ein wenig anstrengend sein. Ich bin froh, es ist teilweise echt anstrengend gewesen, die Bretter hoch zu tun, aber danach war es echt einfach. Nur das Schwierigste, was ich da am Ende nochmal gehandhabt wusste, wo ist er jetzt? Hallo? Kommst du jetzt nochmal hoch? Achso, er schwätzt schon wieder. Alter, fähige Mitarbeiter, so finden eine Katastrophe. Schwierigste an der ganzen Arbeit, muss ich sagen, waren die Gewichte. Ich muss sagen, es waren teils 10 Kilo Handeln pro Arm oder mal so 20 Kilo, 5 mal 5 Kilo im Arm. Und das war wegen anstrengend. Heißt, ich war echt froh, wo das Ganze erstmal oben war. Und dann habe ich gesagt, du, ich pack das nämlich, ich geh jetzt schlafen, das ist ja echt spät. Passt so. Und ein bisschen Posing im geilen Licht. Dann am nächsten Tag. Schauen wir uns mal an. Die Stelle muss weg. Mein Sofa, sehen wir jetzt, als ein bisschen verwandelt, muss da weg. Also wir schieben alles ein bisschen auseinander, machen da Platz. Dann passt es. Das war nicht gerade einfach. Ich muss sagen, was mich nachher ein wenig gestört hat, ich habe es alles ein wenig zugestellt. Heißt, ich habe keinen Platz mehr gehabt, um irgendwie die Bretter zu verschieben. Vielleicht sauber machen, wenn man schon mal die Stelle frei hat. Auch keine schlechte Idee. Und jetzt beginnt was, hätte ich vielleicht wirklich besser planen sollen, die Bretter hinzustellen. Ich habe am Anfang natürlich gewusst, wie es machen soll. Ich habe es angefangen, bis ich festgestellt habe, das passt ja vom Netz gar nicht richtig hin. Heißt, ich habe die ganze Arbeit wirklich 3-mal machen dürfen, wenn sogar 4-mal, ich weiß es nicht mehr. Weil das Problem war, ich wollte 4 Bretter auf Seite haben. Ich habe sogar mittlerweile 5, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das Netz hat nicht gereicht. Das Netz sorgt dafür, dass die Bretter sich nicht verschieben, weil ich ja nicht alles auf Kompression habe. Heißt, ich durfte alle Bretter nochmal wegtun. Und das war ein Akt, das war wirklich, dies war die längste Arbeit, wo ich gar keinen Spaß gemacht habe, nur für den Untergrund. Weil da ein paar Kombinationen ausprobiert, habe ich alles richtig reinschieben müssen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Sieht man hier gut, bis ich keinen Bock mehr gehabt habe. Überspringen wir jetzt auch. Und bis alles richtig hingestellt ist. Man sieht ja hier, schön am Rand, ich habe meine Kabelnummer neu verlegt. Einfach, dass es sauberer aussieht, wird noch alles verbessert. Muss ich also machen, einkaufen, machen. Heißt, ich habe jetzt meine Paletten mal aufgestellt, weil die brauchen eine Klimmzugstange. Ich kann es nicht in die Wand reinmachen, weil ich habe hier keine Zementwand. Ich habe so eine gedämpfte, ich weiß nicht, wie es so heißt, also 100 Grad aus Zement ist. Heißt, wir müssen was zusammenbauen müssen. Wie es ganz hinten weitergeht, ich verbessere es ja nur, dann sieht man auf jeden Fall noch Fortschritte. Auf jeden Fall Klimmzüge haben funktioniert, passt, mehr brauche ich nicht. Da mein Plan gerade eh durch Klimmzüge und Dips ausbaue, wie ich vorhin schon angesprochen habe, weil ich gerade Probleme im Handgelenk habe, passt das Ganze jetzt gerade so. Heißt, alle Geräte, wo ich jetzt gerade brauche, ein bisschen Platz zu schaffen, weil es gerade ein bisschen enger ist, kommen jetzt in meinem Dachboden hoch. Ich habe gedacht, komm, trag schon mal alles mit hoch. Ich wäre bei dieser Arbeit, bei dieser Scheißtasche, wäre ich fast runtergeflogen. Da habe ich mich gerade nummel halten können. Es war unfassbar knapp, ich habe einen Herzschreck bekommen. Dann, weil es oben war, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich bin ein bisschen tollpatschig. Ist halt so, ich denke, mach mal zu viel über ein paar Sachen nach und mach mal zu wenig. Heißt, wo ich oben war, habe ich alles mal ein bisschen sauber hingeräumt, dass dann noch was aussieht. Sieht mal als hier, ich muss sagen, echt cool oben auf dem Licht her. Nur, mir ist aufgefallen, fast was runtergeflogen. Fast.
Und das wäre laut gewesen und ich bin froh, dass es nur oben blieben ist. Ja, und dann habe ich alles hingeräumt, war endlich fertig. Dann habe ich am Abend endlich trainieren können. Und das Training war so schön. Es war was ganz anderes, war alles nur ungewohnt, muss mir auch dran gewöhnen. Übrigens, mein jetziger Trainingsplan, schön ein paar 10 Kilo Klimmzüge machen und noch ein paar Dips hinterher. Auch, ich muss sagen, jetzt mal on top von dem Ganzen, was ich gerade gebaut habe, ich muss sagen, bin schon echt zufrieden, wie es da gerade läuft. Wunderschön aus die Übungen. Und ja, das ist jetzt mein kleines Home Gym, was ich mir gebaut habe. Ich bin definitiv happy drüber. Es war jetzt eine Arbeit von 8 Stunden ungefähr. Vielleicht hätte ich ein bisschen kürzer machen können, ich hätte bessere Planung dahinter gemacht. Aber was will ich zukünftig noch machen? Die ganze Wand hinten muss ich nur tapezieren oder irgendein Tuch drüber machen. Dass, wenn ich irgendwie dagegen komme, weil halt so viele Abdrücke dagegen sind, auch gerade die Ecke, was ich da drüben habe, quasi. Will ich auch nur mit so Handschuhecke machen, heißt viel an Wandbetätigung, muss dann nur auch nur mit einer Tapete drüber. Dann will ich nur Balken hinten hin machen, dass man da halt Klimmzugstangen hinmachen kann. Die weißen, aber die in dem Video schon gesehen hat vorher, aber ich glaube schon. Und dann kommen nur seitlich hier seitlich Balken hin für Ringe. Und dann nur mal hier, wo ich jetzt bin, so ein bisschen hinter mir. Nummer 1 für keinen Kabelzugaufbau. Sieht man dann noch. Und dann überall unten nur Matten hin. Schön verlegt. Und dann baue ich mir so geiles Home Gym zusammen. Und fange ein bisschen LEDs dahin. Dann ein bisschen Schnickschnack. Auf dem Boden muss ich gucken, dass halt so Dreck wird vom Schweiß. Und ja, das ist mein Plan, wie in Zukunft kommt. Übrigens, jetzt kommt gerade mein Todessatz, wo ich wirklich am Ende die restlichen Wiederholungen raushau. Weil ich muss sagen, es sieht vielleicht aus, Junge, du hast schon viel Kraft, das funktioniert nicht. Ich habe da eine Stunde lang nur Klimmzüge und Dips gemacht. Irgendwann sagt der Muschel, du, ey, ich kann nicht mehr. Aber trotzdem ziehen wir durch. Weil ich muss mal gucken. Es sind jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen geplant. Ich werde jetzt auch schon mal das Ganze mal so stehen lassen im Monat. Eins, zwei. Ich meine, so wie früh angefangen. Gym, sage ich mal, Version 1 ist da. Und dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht, ob ich es auch so in dem Aufbau, wie jetzt machen wir, das Video. Weil ist schon wegen anders da mal. Weil es ja geil, weil ich so reden soll, weil ich richtig Plan mir was habe. Aber ich glaube, das kann man echt cool gestalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne noch zu Ende laufen, weil ihr weiß, was alles noch kommt. Aber ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr trainiert, ob ihr lieber im Gym trainiert, daheim trainiert, draußen trainiert. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von daheim trainieren, spart einfach unfassbar viel Zeit, weil ich kann alles da liegen lassen, was ich brauche, ich habe alles schon vorbereitet und natürlich muss ich mehr darum kümmern. Und beim Gym, hi, meistens ist schon cooler, Motivation ist da, aber ich fühle mich nur so beobachtet, gerade weil ich bis andere Übungen mache. Deswegen, ich bin wirklich ein Fan von daheim trainieren, ab und zu mit Kollegen einmal im Gym. Ihr könnt es mir gerne mal, wenn ihr Lust habt, auf Instagram. Da heiße ich Jallis-Trainer. Also Jan Calisthenics Trainer, ein bisschen abkürzt. Da könnt ihr mir mal Fotos von eurem Home Gym schicken oder wie es bei euch so aussieht. Würde mich sehr interessieren. Dann kann ich es sogar im nächsten Video einblenden. Und dann sage ich, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Video teilen. Übrigens, ich wirklich das Posing, das Licht. Oh! Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, weil ich gerade bisschen was am Lernen bin, was euch vielleicht sehr interessieren würde. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und goodbye. Ah, bevor ich das vergesse, bevor ich mich verabschiede, das Endresultat auf dem Endtraining. Man hört mir jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich hinterlaufe. Aber das hier ist mein neues Baby. Oh. Übrigens, jetzt so am Ende für die Leute, die noch da sind. Ich habe mir mittendrin die Haare geschnitten. Ich weiß nicht, was so aussieht und so. Ich kann es mir gerne mal sagen, wie ihr es findet. Sie kann mir einmal so einen Kreis drehen. Ui. Ui. Habe ich auch übrigens selber gemacht.